get me down again. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir starten heute mit so einem kleinen Mountainbike-Intro, aber es geht auch noch um eine Food-Bewertung von Lieferando, kleiner Lieferando-Check. Wir bestellen heute beim Inder, aber ihr habt ja gehört, ich fange so ein bisschen an mit Mountainbiken und deswegen hier meine allerersten Versuche. Also seid lieb zu mir und viel Spaß. Nur rechts. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurück und sie abholen oder so. Ich fahre dann wieder hoch jetzt und versuche dich abzuholen. Links abbiegen müssen gerade eben. Wo? Egal, fahren weiter runter geradeaus. Sicher? Ja. You got me down again. Ja, und auch heute musste ich mal wieder feststellen, wie viel Spaß mir das Mountainbiken macht. Und mit dieser Abfahrt und mit diesem Tag hier im kleinen bisschen im Schnee wurde einfach meine Entscheidung auf jeden Fall besiegelt, da mehr in dem Bereich zu machen und mir tatsächlich ein Bike zuzulegen. Aber dazu erfahrt ihr vielleicht auch noch mehr in den weiteren Videos von mir. Ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Was geht ab, Leute? Ich habe gar keine Ahnung, wie meine Frisur gerade aussieht. Wie sieht die Frisur aus? Ein bisschen durch, aber das ist auch kein Wunder. Der Daniel hat mich gezwungen, im Schnee Fahrrad zu fahren. Ich dachte, ich sterbe, ja. Wir machen jetzt eine kleine Esspause. Snackpause für unterwegs, weil die Lia denkt immer, wenn sie isst, kriegt sie Kraft und sie muss noch den Berg hier vom Steve hoch. Ja, ich dachte einfach, wir gehen heute mal eine Runde biken. Immer noch mit meinem alten Fahrrad hier, also beziehungsweise das Fahrrad, was ich vom Robert bekommen habe. Und ja, ich brauche immer noch Neues und ich denke, je nachdem, wie sich das jetzt mit Ausgangssperre und so verhält, werde ich mir ein Bike bestellen. Ich habe mich jetzt entschieden, außer irgendwas ganz, ganz Verrücktes passiert. Yes, ihr habt den Tag ja gesehen. Jetzt gleich fahren wir erstmal den Berg hier hoch und dann werden wir uns vielleicht kurz beim Steve aufziehen, machen es ein bisschen trocken. Und dann bestellen wir heute Abend noch Essen bei Tandoori House in Bensberg. Wir haben ja einen Kommentar bekommen, dass mehr Leute sich wünschen, dass wir irgendwelche Restaurants testen. Ja, check das ab mit bei LSP/Hashtag Oatking. Könnt ihr natürlich auch Oatkings bestellen und mit dem Code da ja 15% sparen. Ja, wir lassen jetzt die Lia hier kurz aufessen. Ich habe auch gar nicht meine Kamera mit, nur hier die GoPro. Übrigens danke an Tuba dafür, dass du die mal uns ausgeliehen hast. Ja, von zu Hause aus dann wieder auf meiner Sony-Kamera, jetzt gerade nur mit dem iPhone. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Haut rein.
So Leute, was geht ab? Wieder zu Hause und mal frisch geduscht. Ist wieder warm. Und ja, ihr habt gerade schon gesehen, jetzt wird bei Tandoorhaus bestellt. 65 Bewertungen. Gut, gut, gut. Brot verbrannt, Lieferung ohne Maske, sogar in gekennzeichneten Pflichtzonen. Essen, erstes und letztes Mal. Das klingt nicht gut. Okay, gute und schlechte Bewertungen hier bei der indischen Küche. Aber ich denke, wir werden es trotzdem probieren. Waren die Bewertungen ja okay. Die Lia isst Korma. Das ist cremiges Curry mit Zwiebeln, Kokosmilch, Cashewnüssen, Kokosraspeln und Mandeln. Und ich weiß es noch nicht. Ich gucke jetzt mal hier durch und dann melde ich mich, wenn ich weiß, was ich esse. So, ich habe es dann auch geschafft, mich zu entscheiden. Und zwar Chili Masala scharf nehme ich, weil das einzige ist, wo scharf mit dabei steht. Guckt mal, was abgeht. Wir können einfach mit Bitcoin bezahlen. So, Essen bestellt. Angeblich 32 Minuten, ne? Mhm. Ja, ich glaube da ja nicht dran. Wir haben schon eine E-Mail bekommen. Wir melden uns dann, wenn das Essen dann da ist, Leute. Haut rein, bleibt dran. So, ich weiß nicht, was los ist, aber immer wieder spinnt dieses Ding hier einfach. Und eigentlich ist der Verdampferkopf noch richtig, richtig frisch. Das heißt, der kann eigentlich nicht verbrannt schmecken. Dennoch schmeckt er verbrannt. Ja, auf jeden Fall packe ich jetzt einfach einen neuen Verdampferkopf rein. Auch wenn der eigentlich noch gut ist, aber anscheinend tut das ja irgendwie nicht mehr. Ihr habt ja gesehen, ich war Mountainbiken und es hat mir nochmal so gezeigt, ich habe richtig hart Bock da drauf einfach und werde auf jeden Fall mir kommende Woche, außer der Lockdown wird so verschärft, dass man nicht mehr raus darf, weil da macht es ja wenig Sinn, ein Bike zu kaufen. Yes, ich weiß nicht, es macht einfach übelst Bock so. Ich bin dann immer so voll raus, ich bin richtig so in dem Moment einfach und denke an nichts anderes und das ist einfach eine geile Zeit so. Und das hatte ich das letzte Mal so richtig gut, immer nur als ich noch beim Breaken war. Und wenn ich jetzt breake, ist es auch immer noch so, aber wenn ich jetzt breake, eine Stunde, eine halbe Stunde, bin ich halt auch dementsprechend tot und das habe ich beim Biken nicht. Ne? Mir geht's jetzt gut so, gehen später wahrscheinlich sogar noch trainieren, also sind da auf jeden Fall jetzt nicht so am Arsch, dass man nichts mehr machen kann. Yes. Gut, den müssen wir jetzt 15 Minuten stehen lassen, damit sich das hier durchzieht und die Watte nicht verbrennt und dann hoffe ich mal, dass das Ding wieder schmeckt. Bis gleich. Ich glaube, sie sind viel zu früh gekommen. Sie sind zu früh gekommen. Ja, nach 20 Minuten oder? Ich check jetzt mal kurz hier ab. Oh. Ja, 14 Minuten zu früh. Das hier ist das Ganze. Ziemlich viel irgendwie. Aber ich denke, da ist immer dann noch Reis mit dabei oder so. Zwei Soßen sind mit dabei. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Also zu späte Lieferung, was sie in den Kommentaren geschrieben haben, können wir auf jeden Fall schon mal nicht wiedergeben. Also es war richtig, richtig gut. 15 Minuten. What's poppin', Leute? Die Kamera ist richtig schief. Ich mach die mal kurz gerade. Spaß. So, ja, wir wissen halt nicht, was hier was ist. Was sind das für Soßen? Außer du hast dir deine Nummer gemerkt. Nee, das ist, glaube ich, Süßsauersoße. Es gibt keine Süßsauersoße beim Inder. Ich habe noch nie so wirklich indisch gegessen. Alles Curry. Alles Curry. Okay. Also deins ist auf jeden Fall... Das ist Reis. Ohne alles. Das ist definitiv Reis. Sieht aus wie so Basmati-Reis. Also ich bin, aber du weißt, bei dir sind Kokosraspeln drauf. Die habe ich nicht. Ja, wir werden den Unterschied bestimmt erkennen. Und gleich habe ich sowas richtig, richtig Scharfes vom Daniel. Ich sehe es schon. Guck mal, das hier ist rot. Das ist safe deins, oder? Ich denke auch, dass das hier nicht meins ist. Okay, kriegen wir das wirklich so hin zu essen? Ich zeig dir jetzt, wie man das macht. Okay. Weil wir müssen ja umweltbewusst sein. Und nicht unnötig Wasser verschwenden und Sachen zu spülen. Ja. Also erstmal die Portion Reis, wenn die
für, wenn jeder so eine Portion Reis hat, dann ist die Portion auf jeden Fall schon mal wir ordentlich. Wir gucken jetzt mal. Ja, hier ist die zweite. Krass, finde ich echt gut. Und das ist die Vorspeise. Und das sind die, ist die Vorspeise, das sind okay. So geil. Teigtaschen. Da hätte ich jetzt natürlich gerne, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, dass das mehr sind als zwei Stück. Wie viel haben die denn gekostet? Aber wir können mal gucken. 5,50 Euro. Ja. Die Gerichte sind nicht ganz günstig auf jeden Fall, das kann man schon mal vorweg sagen. Weil ich glaube, die Gerichte haben 13 Euro gekostet. Ne? Mhm. Das ist zum Dippen für die Dinger hier. Boah, das riecht ein bisschen crazy. Ja, Minze. Minze, ja. Ja. Krass. Okay, was ist das? Das auch, riecht auch relativ süß. Okay. Ich probiere jetzt mal, ich nehme mir mal hier diese kleinere Teigtasche und probiere die mal. Ich will's nehmen. Ich glaube das. Da tendiere ich eher zu. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ja, die Soße hier. Mmh. Oh mein Gott. Ich habe sowas noch nie gegessen. Ich glaube, das ist so Erbsenmus oder sowas, ne? Richtig, was noch? Boah. Schwierig. Kartoffeln, Erbsen? Mhm. Tauschen wir mal. Lecker. Mal mit Minze probieren. Die Soße ist eher meins. Welche? Das mit der Minze ist mir zu außergewöhnlich. Also ich finde das viel zu süß hier. Ja, das? Also die Vorspeise sind so Teigtaschen. Mhm. Das sind auf jeden Fall auch schön heiß. Mhm. Also die Lieferung war ja auch super schnell. Finde ich richtig geil, die Teigtaschen. Weil die nicht zu fettig sind. Ne? Mhm. Die sind immer frittiert und deswegen aber nicht zu krass fettig. Ja, voll. Trotzdem 5,50 Euro. Meinst du, das ist es wert? Ja, wie viel hättest du bezahlt? 4? 2 Euro für eine? Auf jeden Fall geschmacklich. 7 von 10. Ja, ich auch. Wer ist jetzt das Gemüse hier drin? Das ist eine Paprika. Okay. Ja, wenn du rohe Zwiebeln isst. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich habe ja anscheinend Mandeln, Cashewkerne und alles mit drin. Das ist wirklich alles so hier drin aus. Ich habe einfach mal das schärfste Gericht. Wir machen das schärfste Gericht auf der Karte genommen. Scharf ist. Meint es nicht scharf, hat aber einen richtig guten Geschmack auf jeden Fall. Okay, Hauptgericht. Okay, machst du das richtig? Das sind beides Currygerichte übrigens. Ja, ich nehme immer so, ich nehme ein bisschen Reis, nehme ein bisschen Soße. Ach so, machst du was anderes. Okay. Mhm. Das ist voll lecker. Das ist so. Anderer Reis als bei uns. Ja. Geschmacklich ist richtig gut, finde ich. Aber null scharf. Null. Dann probiere ich mal deins, ob das scharf ist für mich. Deins ist auch nicht scharf. Ja, meins soll ja auch nicht scharf sein. Aber. Doch. Ein bisschen scharf ist es schon. Der Daniel hat kein Gefühl. Ach, da vorne. Für Schärfe. Oh no, jetzt kommt's wieder. Ich habe ja vorgesorgt, dass. Ich habe das schon erwartet, ne? Immer so eine deutsche Schärfe hier. Irgendwann gehen wir mal die Currywurst essen. Die Currywurst in Herne. Ja. Aber Herne ist so ein krasses Risikogebiet von Corona. Da halten wir uns erstmal fern. Ja. Yes, yes, Leute, wir essen mal. Also das Gericht würde ich jetzt sagen, vom Geschmack, wenn das jetzt noch, wenn vom Geschmack her alleine 8 von 10, weil es richtig geschmacklich, richtig geil. Aber wegen der Schärfe auf jeden Fall Abzug, ist nicht scharf. Das hier musst du sagen, ich finde das auch gut. Ja, ich gebe ihm auch eine 7 von 10, wie die Teigtaschen.
Yes. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was für andere Gerichte wir mal testen sollten im Umkreis hier. Kölner, Bergisch-Gladbacher Umkreis. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Wir essen jetzt in Ruhe, entspannt, ohne Kamera und so. Und hoffen, ihr habt einen schönen Abend, morgen, Tag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.